Gruppenspiel Nummer 1 bei dieser WM. Für die beiden geht das Turnier heute los. Die Mission WM, sie kann beginnen. Bleiben Sie dran, wir zeigen Sie Ihnen live aus dem Lusail Stadium. Willkommen im Lusail Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Kommentieren werden dieses Spiel Wollfuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Die Schweiz gegen Kamerun. Alle freuen sich hier auf ein tolles Spiel. Sehr interessantes Duell in diesem WM-Gruppenspiel. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Und ich glaube, beide wollen heute zeigen, was sie drauf haben. Hier ist die Aufstellung der Schweiz. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Manuel Akanji spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Remo Freuler steht mit Granit Xhaka im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Breel Embolo. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Sie lassen den Gegner gerne kommen, Buschi. Und dann schlagen sie blitzschnell zu. Wolf, ich glaube, damit hast du ihre taktische Marschroute für dieses Spiel schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Die setzen auf Konter. Das können sie gut. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Widmer. Am Ball Shaqiri. Jetzt der Angriff der Schweizer. Breel Embolo. Er hält drauf. Ganz sicher. Die Ecke kommt. Ah, den muss er besser klären. Was gibt er jetzt hier? Den fangen sie ab. Nico Elvedi. Am Ball Shaqiri. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Jetzt die Flanke. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. Die Schweizer nun vorne, weiter geht's. Aboubakar. Fairer Einsatz hier. Ballverlust. Aboubakar.
Sauberes Tackling von ihm. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Die Chance lebt noch. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke Shaqiri. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Xherdan Shaqiri. Kein Problem für Onana. Toko Ekambi. Jetzt gibt's Einwurf. Muss Einwurf geben. Jetzt der Ballverlust hier. Steffen. Guter Pass jetzt. Ganz gefährlich. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri! Gute Aktion vom Torhüter. Die Ecke kommt rein. Nein, keine gute Befreiung hier. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Ah, Riesenchance, aber kein Tor. Es bleibt bei dieser knappen Führung. Hat ihn dabei nicht vergeben. Wir sehen, auch der Trainer ist sauer. Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Embolo. Gut, wie er den Ball abblockt. Pausenpfiff, das war's mit der ersten Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Und nun kann sie losgehen, die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Jetzt ist der Platz da. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Die Schweiz mit der gelben Karte. Keine Frage, das ist Gelb, das kann er nicht durchgehen lassen. Sie bringen den Ball in die Mitte. Freistoß Schweiz. Xhaka. Breel, Donald, Embolo. Einiges an Platz auf dem Flügel für die Schweiz. Die Chance hier. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Choupo-Moting. Kollegen bieten sich an. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Embolo jetzt. Die Chance jetzt. Den muss er hier machen. Tor ist leer, Ball ist drin. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie.
Shaqiri am Ball. Die Chance. Tor für die Schweiz. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann alleine gegen zwei, da bist du machtlos. Da war nichts mehr zu machen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Die Schweiz mit dem Einwurf. Sie wechseln jetzt. Xhaka. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Da trennt er ihn fair vom Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Er kann es machen. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ah, den muss er besser klären. Da haben sie die Chance. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.